Teil 7 von den Kanaren. Gestern war ich noch mit den Leuten aus einem Hostel feiern und heute gehe ich mit einem von den Wandern. Erstmal Frühstück geholt und mit dem Bus Richtung La Laguna gefahren. Von dort aus sind wir dann zum Mirador Cruz del Carmen gegangen und dort hatte man den Ausblick. War wirklich sehr, sehr schön dort. Dann sind wir noch weiter, mussten erstmal den Weg finden und dann sind wir diese Straße entlang zum Mirador Pico del Inglés. Von dort aus hatte man einen Wahnsinnsausblick und konnte in quasi jede Himmelsrichtung auf die Insel schauen. Da habe ich dann einige Fotos gemacht und mit Drohne geflogen. Die Drohnenvideos kannst du dann bei YouTube sehen. Und dann haben wir noch einen Lost Place entdeckt, der genau unter dem Mirador ist. Das mussten wir uns natürlich erstmal genauer ansehen. War echt cool dort. War wahrscheinlich mal ein altes Restaurant, was, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer dann zugemacht hat und seitdem verfällt. Da war auch wie bei jedem Lost Place einiges an Graffiti und es war ganz cool dort sich umzuschauen und ein paar Fotos zu machen. Als wir gegangen sind, wurde es ein bisschen nebliger und weil wir quasi ewig auf den Bus warten mussten, haben wir getrennt. Wir wurden direkt mitgenommen, super cool. In Santa Cruz habe ich dann einige Zeit mit der Familie verbracht und abends bin ich dann wieder mit den Leuten aus dem Hostel feiern gegangen und es war wieder so witzig. Erst waren wir in der Bar und haben Jenga gespielt, was schon mega cool war. Und dann waren wir noch in der Karaoke-Bar und da war ich das erste Mal singen. Ja, war auf jeden Fall ein richtig witziger Abend. Morgen gibt's mehr.